Es wäre super, wenn wir das heute ein kleines bisschen kompakter halten können, denn ich bin gerade am Packen. So schön weihnachtlich das natürlich auch ist, so wirkliche Besinnlichkeit hat sich bei mir im Moment noch nicht eingestellt. Natürlich aufgrund dieser ganzen Situation gerade. Aber ich mache mich jetzt auch für die nächsten paar Tage erstmal aus dem Staub. Keine Sorge, Montagnachmittag bin ich wieder am Start. Aber es geht erstmal ins Ausland für mich in den nächsten Tagen. Und ihr wisst ja, dass das hier nicht nur das größte Advent-Event jenseits des Outer Rims ist, sondern auch das internationalste. Und deswegen bekommt ihr das nächste Video dann aus Tokio. Kein Scheiß. Ist wirklich so. Ihr kennt die Situation vielleicht. Ich reise allein, ich werde noch einen Trolley mitnehmen für Kleidung und so weiter, aber die ganze Technik muss im Grunde genommen in den Rucksack. Also muss ja auch wirklich, weil Akkus und so weiter darf man gar nicht ins Fluggepäck mit reinnehmen. Und man mag mich einen Fuchs nennen, aber passenderweise ist der Partner des heutigen Videos Compagnon. Und ihr kennt Compagnon vielleicht schon. Wenn ihr Anfang des Jahres mein Video über diesen Element Backpack, das ist dieser Rucksack hier, geschaut habt, den nutze ich seit 1,5 Jahren unentwegt. Und die Jungs und Mädels aus dem Schwarzwald sponsern für euch heute in diesem Video nicht nur einen solchen Element Backpack, sondern auch eine Umhängetasche und eine Pouch. Das ist ein Beutel für Akkus, Filter, Kleinkram und sonstiges Zeug. Mehr dazu später. Jetzt müssten wir uns erstmal kurz Gedanken machen, wie ich mein Equipment für Japan möglichst schlank halte und trotzdem alles Nötige hier reinbekomme, um dann eben auch vor Ort Videos drehen zu können. Okay, meinen Rucksack habt ihr vielleicht bei der einen oder anderen Gelegenheit schon mal gesehen. Das ist der Element Backpack von Compagnon. Der ist super stabil, wetterfest, spritzwassergeschützt, hat gummierte Reißverschlüsse. Man kann ihn vergrößern, um zum Beispiel noch Kleidung reinzumachen. Auch wenn ich mit meiner FX6 filme, die in einer anderen Tasche wohnt, habe ich den trotzdem immer dabei. Da sind meine Objektive drin, allen möglicher Kleinkram. Ich kann gar nicht alles aufzählen, was hier drin ist. Es ist immer am Start und ich könnte zufriedener nicht sein. Ich will jetzt nicht mit solchen Superlativen kommen, von wegen der beste Rucksack der Welt. Ich habe nicht alle getestet, aber es ist ohne jeden Zweifel der beste Rucksack, den ich jemals in der Hand hatte. Okay, das Klamottenfach brauche ich jetzt nicht wirklich. Zum Start ist es ziemlich klar, ich fliege nach Japan, um dort Videos zu drehen. Das heißt, meine A7 S3 kommt mit. Und bei der Objektivfrage will ich versuchen, mich relativ schlank zu halten. Ich hatte jetzt überlegt, mich auf 2 Objektive zu begrenzen, nämlich 2 Zooms, das Tamron 17-28 und mein Sony 24-70-28. Ich habe auch noch das 24-105, das ist gerade da oben auf der anderen Kamera drauf. Ich glaube aber, da ich gerade in Tokio, ich denke da automatisch so an Nachtaufnahmen, Neonbilder, deswegen würde ich lieber mal das lichtstärkere Objektiv mitnehmen wollen. Ich will eigentlich auch ein bisschen fotografieren, deswegen überlege ich noch, ob am Ende vielleicht zusätzlich noch meine A7 III reinpasst. Die filmt hier gerade. Naja, mal gucken. Für Social Media, finde ich, kann man auch mit den 12 Megapixeln hier problemlos fotografieren. Für den Ton, zum Vloggen oder sowas, ist das hier eigentlich immer so meine Go-To-Lösung, das Rode Video Mic. Funktioniert problemlos. Wenn es irgendwann mal kaputt geht, ersetze ich es wahrscheinlich durch das Sennheiser, was ich euch vor ein paar Tagen gezeigt habe. Aber es tut seinen Zweck noch problemlos. Filter. Ich nehme normalerweise sehr gerne diese Filter von Haida. Ganz unspektakuläre variable ND-Filter. Ich werde in diesem Fall aber wahrscheinlich das Freewell-Filter-Set mitnehmen. Das habe ich euch auch Anfang des Jahres gezeigt. Nutze ich, es ist cool, aber nutze ich gar nicht so häufig. Aber es hat halt Mistfilter, es hat Polarisationsfilter und alles in einem kleinen Set. Sprich, mit den unterschiedlichen Situationen, die ich vielleicht vorfinden werde, Spiegelungen und so weiter, glaube ich, ist das hier das, was mich ein bisschen flexibler macht. Ein Haufen Akkus ist, glaube ich, klar, da muss man nicht groß drüber reden. Was ich auch immer dabei habe von Small Rig, so ein kleines Multitool, einfach mit verschiedenen 6-Kant-Schlüsseln. Üblicherweise, außer für so ein Video, nehme ich es gar nicht aus dem Rucksack raus. Einen größeren Monitor spare ich mir, glaube ich, in dem Fall, die Ninja 5. Der hat normalerweise hier vorne seinen festen Platz. Aber ich müsste dann auch Batterien mitnehmen, das macht die ganze Sache deutlich schwerer. Und ja, es ist immer angenehm, einen zu haben, aber ich glaube, der muss jetzt in diesem Fall mal auf der Strecke bleiben. Ein Haufen Masken kommt mit und Lippenpflegestift. Ich bereue es jedes Mal, wenn ich keinen dabei habe. Sollte man immer haben. Und außerdem ganz kleine, stinknormale, kabelgebundene In-Ear-Kopfhörer zum Abhören des Tons aus der Kamera. Benutze ich jetzt nicht so sehr zum Musik hören. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist. Normale, billige Amazon-Kopfhörer, aber halt super gut, um einfach mal irgendwie eine Aufnahme schnell in der Kamera kontrollieren zu können. Kartenlesegerät muss mit. Ich benutze diese CF-Express-Karten für die Sony, sprich, die passen nicht in irgendeinen normalen SD-Karten-Slot, also muss ein Kartenlesegerät mit. Gut, Akkuladegerät und so weiter ist eh immer dabei. Und Putztücher habe ich auch mal mehrere.
Sollte man auch immer haben. Speicherkarten haben bei dem Rucksack hier an der Seite extra ein Fach. Sehr praktisch. Und auch immer dabei der Color Checker. Den werde ich jetzt mit Sicherheit nicht brauchen. Aber der nimmt keinen Platz weg. Und beim nächsten richtigen Einsatz würde ich es vergessen, ihn zurückzutun. Deshalb darf der hier wohnen bleiben. Fernbedienung ist auch immer wichtig. Gerade so als YouTuber, dass man aus der Ferne Kamera starten und stoppen kann. Ich habe nicht die Originale von Sony. Ich habe auch so ein 10-Euro-Billigteil. Taugt aber vollkommen. Und jetzt ist eigentlich noch Platz. Ich hatte überlegt, vielleicht noch das 85er mitzunehmen. Ganz auf den Zoom zu verzichten und nur mit Festbrennweiten loszuziehen, traue ich mich jetzt in diesem Fall nicht. Aber das 85er liebe ich eigentlich fast noch mehr als das 35er, obwohl ich es wesentlich seltener einsetze. Ich pack's mal rein. Ich brauche noch ein bisschen Platz, das seht ihr jetzt hier gerade, für noch zwei geheime Gegenstände, die hier noch reinwandern werden. Ich kann es euch nur noch nicht zeigen, aber deswegen braucht es auch noch so ein bisschen seinen Platz. Und naja, jetzt hatte ich überlegt, ob ich noch ein Reisestativ mitnehme. Ein großes auf keinen Fall. Das ist so ein ganz normales Fotoreisestativ. Es ist aber trotz nur 1, irgendwas Kilo fast ein bisschen zu schwer. Deswegen, ich dann glaube ich doch eher auf einen Gorillapod gehen würde. Nicht ganz so flexibel, aber halt doch nochmal deutlich leichter und kann ich einfach hier problemlos an die Seite dran stecken. Und zum Schluss natürlich noch Computer. Auf keinen Fall in den Koffer rein. Laptops und so weiter. Muss immer ins Handgepäck, das ziehen die euch sonst raus. Ist mir in der Vergangenheit schon passiert. Das letzte wäre jetzt noch eventuell ein Tablet. Einfach nur aus dem Grund, dass Filme gucken auf dem Laptop in der Economy Class ein bisschen eng werden könnte. Da ist vielleicht das Tablet besser geeignet. Passt so. Okay, das ist mein Rucksack für die nächsten Tage. Insbesondere durch den Laptop. Natürlich schon ein bisschen schwerer, aber der ist gut gepolstert, deswegen passt das schon. Und genau diesen, also nicht genau diesen, den kriegt ihr nicht, aber genau den gleichen Rucksack könnt ihr auch gewinnen. Und nicht nur den, sondern ihr kriegt auch noch eine Pouch. Die sieht so aus, aber nicht diese. Das ist meine. Ihr kriegt dieselbe. Und eine Sling. Sling 11 ist auch noch dabei. Das ist eine Umhängetasche. Und das Lustige ist, ich habe dieselbe quasi in groß. Das ist meine Alltagstasche. Die habe ich jeden Tag für meinen Kram dabei. Und guckt mal. Die sieht genauso aus, nur ein klein, wie süß. Ich möchte sie kuscheln. Und dieses fette Paket im Wert von gut 680 Euro lässt Compagnon für euch springen. Bam! Was ihr dafür tun müsst, ist, ihr müsst diesmal ein bisschen die grauen Zellen anstrengen und Detektive spielen. Ich hatte euch gesagt, dass die Compagnon-Produkte in Europa gefertigt werden. Aber in welcher Stadt? Und die Stadt, in der sie gefertigt werden, ist UNESCO-Weltkulturerbe. Die Frage ist, wofür ist diese besagte Stadt UNESCO-Weltkulturerbe geworden? Also was ist es an dieser Stadt, das zum Weltkulturerbe ernannt wurde? Klar soweit? Sollte jetzt für moderne Google-Detektive kein großes Thema sein. Und ist eigentlich auch ziemlich interessant. Also ich war selbst noch nicht dort, aber es sieht total schön aus. Vielleicht mal so eine Überlegung für den nächsten innereuropäischen Städtetrip. Okay, schreibt die Antwort einfach in die Kommentare. Es geht in einem halbwegs geraden Satz. Dafür habt ihr wie üblich Zeit bis Ende des Monats, bis zum 31. Abend zur Mitternacht. Die Auslosung findet dann Anfang Januar statt. Ich packe es meinen Trolley. Da nehme ich euch nicht mit, weil ihr müsst, glaube ich, nicht sehen, wie ich jetzt meine Unterhosen reinstopfe. Ich wünsche euch schon mal einen schönen kommenden dritten Advent. Ist ja jetzt fast schon soweit. Und mir selbst einen guten Flug. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann sehen wir uns am nächsten Montag um 16 Uhr wieder. Und dann wisst ihr schon ein bisschen mehr darüber, was jetzt hier als nächstes passiert. Macht's gut bis dahin und ciao.